Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Im heutigen Video soll es weiter um den Sandbox-Server für die Mannschaft 2.0 gehen, wird auch nicht das letzte Video gewesen sein. Und ich möchte mir heute mal im Speziellen die Artillerie anschauen, weil, na gut, ihr wisst es ja, ich mache einigermaßen viel Arti-Gameplay und deswegen ist es natürlich auch eine Klasse, die mich immer im Speziellen interessiert. Dass diese Klasse viel Hass auf sich zieht, ist mir durchaus bewusst. Dass ich mit diesem Video hier keinen großen Anklang finden kann, ist mir durchaus auch bewusst. Aber darum soll es gar nicht gehen. Wie ihr gemerkt habt, bin ich aber noch gar nicht auf dem Sandbox-Server, sondern ich bin im Moment mit dem Presse-Account auf dem Live-Server. Und ich habe mir jetzt hier die Objekt 261 Arti rausgewählt, auf Tier 10. Eine recht spezielle Arti und vor allen Dingen eine Arti, die ein gewisses Extrem mit sich bringt. Also relativ, also sehr präzise, sehr schnell schießend. Man könnte jetzt in die andere Richtung gehen, hätte jetzt auch einen Conqueror G10 nehmen können oder einen T92. Aber ich wollte jetzt mal in diese Richtung gehen. Und hier auf dem Presse-Account habe ich ja Mannschaften, die sind komplett maximiert. Und ich habe ja hier auch komplette Narrenfreiheit, was Credits, Bonds, Gold etc. angeht. Und dementsprechend ist ja auch die Ausrüstung auf dem Panzer im Grunde maximiert. Also Bond-Richtantrieb, Bond-Ansetzer und natürlich auch die Bond-Direktiven oder beziehungsweise die Direktiven für jetzt hier den Richtantrieb. Hätte man auch den Ansetzer nehmen können, ist völlig egal. Und natürlich auch die Verbrauchsgüter. Also viel mehr oder eigentlich mehr geht hier nicht. Und jetzt behalten wir mal hier die Daten im Kopf. Ich werde sie euch gleich nochmal einblenden und wir werden jetzt mal gucken, was wir mit der Mannschaft auf dem Sandbox-Server mit dieser Arti machen können und was dann im Vergleich hier für Werte bei rauskommt bei der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs. So, wir sind auf dem Sandbox-Server angekommen. Die Mannschaft ist schon konvertiert, hat Level 75 plus nochmal 21% an Vehicle-Handling dazu bekommen. Wir haben ja gelernt, Level 75 ist das Maximum, was er erreichen kann. Alles darüber hinaus geht dann in das Vehicle Handling. Und dadurch, dass die Mannschaft so gut ausgebildet ist, habe ich hier dann noch 21% darauf hinzubekommen. Generell möchte ich das jetzt hier, ich werde euch gleich die Fertigkeiten zeigen, die ich ausgewählt habe. Ich möchte das gerne auch ein bisschen als Diskussionsgrundlage hier hinstellen. Denn selbst bei mir, ich bin mir bei manchen Fertigkeiten bei der Beschreibung nicht so ganz sicher, wie sie jetzt konkret im Fall der Arti wirken. Das werden wir gleich sehen, was ich meine. Also lasst mir gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Es kann durchaus sein, dass ich hier vielleicht was falsch interpretiere oder zumindest, dass ihr das anders seht. Da kann man gerne mal drüber diskutieren. Aber wir gucken mal fix die Fertigkeiten durch, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Ich gehe jetzt nicht durch alle Fertigkeiten, die hier in der Matrix sind, sondern wirklich nur die ich ausgewählt habe. Tactical Training, Eyes Open, erhöht mir meine Sichtweite, das ist klar. Coherence habe ich auch 10 Punkte drauf gegeben, erhöht mir das Vehicle Handling plus nochmal 4 Punkte durch einen der Ausbilder. Dann Target Tracking, das ist schon das erste Ding, wo ich mir nicht ganz sicher bin. When you cause damage to a target within your view range, a target remains spotted for an additional 2 seconds for the next 30 seconds. Der Punkt hierbei ist jetzt, die Frage, die ich mir stelle, muss ich das Fahrzeug selber spotten? Oder, wenn man den Text genau auslegt, reicht es, wenn er nur in meiner Sichtweite steht? Wenn ich ihn selber spotten muss, ist der Perk für die Arti natürlich völlig ungeeignet. Wenn er nur in meiner Sichtweite stehen muss, ist er für die Arti bedingt geeignet. Aber generell auf jeden Fall immer noch besser als das andere, was ich jetzt hier noch so gefunden habe. Durch diese 30 Punkte, die ich hier vergeben habe, habe ich mir dann natürlich die Auswahl dieser Talente hier freigeschaltet. Ihr seht auch, ich habe hier nur ein Talent ausgewählt in dieser ganzen Liste, obwohl ich ja mit 75 Punkten mir eigentlich noch einen zweiten Strang freischalten könnte. Das Problem ist, dass die Perks, die so für Artis gibt, so ein bisschen verteilt sind und dass ich die Talente, die es dazu auch teilweise hier gibt, nicht wirklich für eine Artillerie spannend finde. Deswegen habe ich die Fertigkeitenpunkte einfach auf die Fertigkeiten vergeben, die ich am nützlichsten fand. Hier ist es jetzt so ein bisschen Pest und Cholera, will ich mal sagen, wobei nicht ganz so krass, aber wir haben einerseits Fighting Spirit. If the amount of damage you have caused exceeds 50% of your vehicle's durability, the level of vehicle handling is increased by 2.5% for each enemy vehicle you destroy. The effect stacks up to 3 times, also bis zu 7.5%. Das heißt, wenn ich mindestens 50% meiner Hitpoints an Schaden austeile, bekomme ich pro Kill, den ich gemacht habe, nochmal 2.5% an Vehicle Handling obendrauf, bis zu 7.5%.
Das ist im ersten Moment ganz nice. Im zweiten Moment fragt man sich dann, naja, wie oft mache ich denn jetzt mit der Art hier auch wirklich Kills? Ich bin mir nicht ganz sicher, welche der beiden Talente jetzt hier besser ist. Das zweite Talent ist, if the amount of damage caused with your assistance equals to your exceeds 55% of your vehicle's durability, the level of vehicle handling is increased by 2.5%. Das kann auch gesteckt werden bis zu 7,5%. So, der Punkt hierbei ist, zählt denn auch Stun-Damage als Assistance-Damage? Ja, oder zählt hier nur, wie in dem kleinen GIF, nur Spotting-Damage? Das ist nicht so ganz klar. Ich habe jetzt trotzdem mal das ausgewählt, weil ich natürlich mit einer Art hier denke, dass ich häufiger mal vielleicht Assistance-Damage mache und damit vielleicht eher diesen Bonus erhalte. Aber das ist im Moment noch schwer abzuschätzen. So, Gunnery Training habe ich hier Fast Aiming, das ist klar. Also die Einzielzeit wird verbessert, auch nochmal 2 Punkte extra durch den Ausbilder. Und Snapshot Dispersion on Turret or Gun Traverse is decreased by 9%. Da haben wir auch nochmal 2 Punkte obendrauf von dem Ausbilder. Hier ist es so das Problem, dass das eigentlich eher für eine Art geeignet ist, die einen drehbaren Turm hat. Also die Franzosen zum Beispiel im High-Tier-Bereich. Oder halt eine Art mit einem relativ großen Richtbereich. Weil da hat man natürlich Gun oder Tank, nicht Tank, sondern Turret Traverse. Bei der Objekt-Art ist es halt eher so bedingt. Ne? Also auch ein Skill, der da nicht so viel bringt. Technical Training, Concealment, also Tarnung ist klar. Und dann hier unten Operational Training, habe ich nochmal Intuition. If the gun is loaded, you can switch between shell types 60% faster. Das heißt, wenn ich nachgeladen bin und ich will auf die Premium HE umladen, geht das 60% schneller. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich cool. Im Grunde müsste man das permanent bei der Arti nutzen, weil, also wir probieren das jetzt gleich mal aus im Gefecht, wie das genau funktioniert, weil dann könnte man eigentlich permanent irgendwie mit der Arti den Reload runterdrücken, wenn man gerade nicht auf irgendwas schießen kann. Na, aber mal gucken. Also vielleicht erzähle ich auch einfach noch Quatsch gerade. Man muss ja auch irgendwann mal schießen, ja. Also von daher immer nur hin und her zu switchen, dann stehst du immer nur im Reload rum. Das nächste, Group Tactics, habe ich noch die restlichen 5 Punkte draufgegeben. Und zwar ist das ganz spannend. If at least one allied vehicle of the same type is located within 50 meter of you, the level of vehicle handling is increased by 1.25%. Also 1,25% kriege ich jetzt hier oben drauf an Fahrzeughandling, wenn ich im Bereich von 50 Metern zu einer eigenen Arti stehe, was ja durchaus mal der Fall sein kann. Okay, das sind also meine Perks, die ich hier ausgewählt habe und wir machen jetzt mal einen kleinen Vergleich, wie denn so die Leistungsfähigkeit hier von der Arti damit jetzt verändert oder vielleicht besser oder schlechter geworden ist. So, ich habe euch jetzt mal hier als Overlay noch die Werte aus der aktuellen Live-Version eingeblendet und jetzt gehen wir da mal einfach bei den wichtigsten Werten mal durch. Also das Wichtigste natürlich die Nachladezeit. Die liegt jetzt hier auf dem Sandbox-Server bei 23,81 Sekunden und kann im Verlauf des Gefechtes ja sogar noch gesteigert werden. Auf dem Live-Server hätten wir aktuell eine Nachladezeit von 24,85 Sekunden. Also das ist schon ganz schön krass, was wir da sehen. Einzielzeit haben wir auf dem Live-Server 3,49 Sekunden. Hier wären es jetzt 3,34 Sekunden. Und bei der Genauigkeit liegen wir bei 0,53 auf dem Live-Server und 0,51 hier jetzt auf dem Sandbox-Server. Das sind schon ganz schön krasse Verbesserungen, die wir hier sehen, ja. Keine Frage. Was wir hier aber insgesamt nicht vergessen dürfen, es geht bei dem Sandbox-Server primär nicht darum, wie die einzelnen Perks gebalanced sind. Da wird sicherlich noch was passieren. Dafür ist ja auch der Sandbox-Server jetzt da. Sondern es geht auch darum, wie das grundlegende System ankommt. Das dürfen wir hier nicht vergessen. Es soll also jetzt hier nicht in diesem Video auch darum gehen, hier zu zeigen, viel zu OP, viel zu OP. Bitte, bitte bedenkt das auch bei euren eigenen Einschätzungen, dass gerade einzelne Perks sich auf jeden Fall noch verändern werden. Das ist hier nichts in Stein gemeißelt. Weitere Werte, die ziemlich spannend sind, ist einerseits die Sichtweite und natürlich auch der Tarnwert. Wir haben Sichtweitenwerte auf dem Live-Server von 338 Metern gehabt. Hier
haben wir 363 Meter. Also auch das ist eine Steigerung von fast 30 Metern Sichtweite. Beim Tarnwert auf dem Live-Server 13,92. Hier jetzt tatsächlich, also als stehendes Fahrzeug, ohne Schießen. Hier auf dem Sandbox-Server sinkt der Tarnwert auf 13,08. Das ist nicht wirklich viel, aber es ist auf jeden Fall, was das angeht, eine Verschlechterung. Nun haben wir hier viel über Theorie gequatscht und haben uns auch die Mannschaft angeguckt, etc. pp. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal sehen, wie denn sich diese Leistungsdaten jetzt auch im Live-Gefecht auswirken. So, Westfield. Group Tactics ist aktiviert. Wir müssen also mal gucken, dass wir hier in der Nähe von einer Arti stehen bleiben, um uns den Bonus der Group Tactics zu holen. Insgesamt ist das diese Einblendungen der aktuell aktivierten Perks. Ah, das ist ein bisschen nervig. Also ihr seht, das wird immer unten so hier in dem Bereich angezeigt. Und ja, das nervt teilweise. So, hallo Grille. Guckt euch mal die Genauigkeit an. So, Damage. Ah ja, Damage zählt wohl. Team Spirit zählt auch. Die Grille hat auf jeden Fall schon ordentlich... Oh, der EBR da. Wow, die Grille war fast komplett unser Stun. Wow, 89. Man hat fast das Gefühl, dass hier die HE-Erinnerungen für die Arti schon angekommen sind. So, wo steht die Badge? Die steht noch da, das ist gut. In 6 Sekunden geht's weiter. Mal gucken, dass wir hier auf das Objekt schießen. Oder auf den IS-4. Nein. Immerhin, wir stunnen ihn. Wir sehen unten auch hier, was alles aktiviert ist. Nice. Nochmal 676. Jetzt müsste langsam schon der Perk mit dem Assist greifen. Wir haben 500. Also, der Vorteil bei der Arti ist natürlich, dass es relativ einfach ist, diese Hitpoint-Werte zu erreichen, weil die Arti einfach so wenig Hitpoints hat, dass man da relativ schnell drüber kommt. Und man dementsprechend auch schnell diesen Bonus erhält. So, die Badget-Arti hat sich ein bisschen verlegt. Ich will natürlich in ihrer Nähe bleiben. Jetzt ist Group Tactics wieder aktiviert. Das ist natürlich für die Arti auch, blöd, weil einerseits ist natürlich ein Vorteil, andererseits kann man dadurch natürlich viel einfacher gecountert werden. So, hallo. Aber wir kriegen leider keinen Support. Der IS-4 repariert sich auch diesmal. Wir müssen im Süden ein bisschen aufpassen, dass der EBR da uns da nicht pusht. Bleiben wir erstmal auf dem Jagd-E drauf. Also dieses Gun-Handling ist der absolute Wahnsinn. So, wir sind immer noch, Group Tactics ist immer noch aktiviert. Da ist der Jagd-E noch gestunt von uns. Wollen wir mal gucken, also... Das war leider nach der Stunzeit. Diese ganzen Sachen auch unten zu berücksichtigen und zu sehen, was da gerade aktiviert ist, muss ich sagen, das fällt mir ziemlich schwer. Schöner Hit. Wir haben uns durch die Group Tactics jetzt die Nachladezeit auf 23 Sekunden reduziert. Kann auch sein, dass es durch den Stun kommt. Aber jetzt schießt er, da kann er mehr auf den Jagd eh. Wir müssen ihn trotzdem jetzt rausnehmen. Kann man da hier mit der Maus drüber gehen? Team Spirit. Ah ja, okay. So, Maus. Ja, nehmt ihn raus. Na. So, der geht auch raus. Nochmal Assist. CS63. 4 Sekunden. Hören wir mal gucken. Sind wir bei 23,1, okay. Sind wir wieder aus dem... rausgefahren aus dem Bereich. Oh ja, wir sind wieder... Wir müssen wieder in den 50-Meter-Radius der Arti reinfahren. Jetzt ist wieder Group Tactics aktiviert. Da muss man echt ein bisschen aufpassen. So, Objekt 277. Ja, das wird jetzt hier tricky mit der Brücke.
Nein! Ja, Badget, ich weiß, dir gefällt das nicht. Aber es ist halt einfach wichtig für mich, um den Bonus zu erhalten. So, wo ist hier die andere 261? Die steht hier. Ja, okay, die sind zu nah dran. Da kriegt man nichts mehr ab. Wir haben aber ungefähr gesehen, wie das funktioniert. Ich würde gerne mal eine zweite Runde fahren, um da ein Gefühl zu kriegen. Man muss halt immer aufpassen. Also man darf nicht vergessen, sich zu verlegen, wenn man dieses Group Tactics hat. Einerseits, und halt immer in der Nähe der Teammates bleiben, dass man dort halt diesen Bonus erhält. Was mich maximal verwirrt und was mir im Moment extrem noch schwerfällt, ist diese Perks, wo man sieht, dass die unten aktiviert sind, mir zu merken, welcher Perk das jetzt genau ist und was der mir für einen Vorteil bringt. Das finde ich persönlich ziemlich, ziemlich anstrengend. Ich habe auch im Moment keine Idee, wie man das einfacher machen kann. Das Problem ist halt einfach, das Kernproblem ist, es gibt einfach zu viele Perks. Und man müsste sich jedes Mal vorher mit dem Panzer beschäftigen oder besser gesagt mit der Mannschaft, die auf dem Panzer drauf ist, was da jetzt für Perks aktiviert sind. Das mag sicherlich langfristig ein bisschen sich abschwächen, das Problem, weil man dann die wichtigsten Perks halt kennt und weiß, was die machen. Aber ich denke, dass es trotzdem generell ein gewisses Problem sein könnte. Gerade auch für unerfahrene Spieler, für neue Spieler, für, ja, ich sag einfach mal, für schlechte Spieler, die sich auch mit der Thematik gar nicht, die entweder keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, die Thematik nicht verstehen. Schwierig. Also, das habe ich auch in den Kommentaren in euren Videos schon, in den Kommentaren unter meinem Video gesehen, dass das häufig kritisiert wird. Und das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Auch die generelle Frage, warum man das macht und überhaupt. Dazu mache ich noch ein extra Video. Aber das ist halt auch das, was ich als kritisch sehe. An für sich, diese ganze Oberfläche hier, das ist für mich, ich finde das in Ordnung. Also die Oberfläche an für sich, die macht es einfach, halbwegs einfach, das Ganze zu verstehen. Ist für mich nachvollziehbar, ist für mich logisch. Also hilft mir auch, das generelle System dahinter zu verstehen, weil das generelle System dahinter ist nicht wirklich schwer. Also, aber das ist halt meine Meinung. Das Problem liegt hier. Hier liegt das Problem meines Erachtens. Natürlich, dass die Perks auf den Ausbildern zufällig vergeben werden, dass beim Umwandeln der Mannschaften die Null-Perk-Crews nicht richtig berücksichtigt werden. Keine Frage, das ist ein extra Thema, darauf will ich hier gar nicht eingehen. Aber die größte Herausforderung von dem System per se, die liegt halt hier. Das ist too much, also selbst ich habe hier Probleme, da die richtigen Perks auszuwählen. Aber das ist nochmal am Rande. Wir springen mal in eine zweite Runde und mal gucken, was wir da machen können. So, dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Küste. Auch hier Group. Oh, eine Conqueror GC mit 3 Gunmarks. Nice. So, Group Tactics. Wir müssen natürlich hier wieder in der Nähe von unseren Dudes bleiben. Dass wir hier den Bonus bekommen. Wir sehen, unten ist er jetzt aktiviert. Hier, Fast Aiming auch. Wenn mein Fahrzeug steht. Hier die Grille und der STB-1, die haben schon gar nicht so Bock. Jetzt ich überlege gerade, wo ich hinzielen will. Ob eventuell hier oben was auftaucht. Sieht nicht schön aus. Objekt. Die GC schießt auf jeden Fall auf die andere Seite. Was ist das hier? Target Tracking. When you cause damage to a target enemy and remain spotted for... Habe ich vorhin einen Perk falsch verstanden? Wow, der hat getroffen. So, Target Tracking. When you cause damage to a... Targeted enemy, it remains spotted for the additional time. Wenn es in den nächsten 30 Sekunden... Habe ich den Perk falsch interpretiert? Da müssen wir gleich nochmal nachschauen.
Gut, wir gucken erstmal hier drüben. Also die Einzielzeit und auch die Genauigkeit, das ist schon. Guckt euch das mal an, das ist fantastisch. So, bleiben wir erstmal hier. Wir sind mobil genug, um schnell abhauen zu können. Sehr gut. Da gibt es den Bonus wieder. Nochmal Bonus. Oh oh. Scheiße. Okay, so wollen wir die Beine in die Hand nehmen, der T-100. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass... Ja, der schießt natürlich auch auf mich. Der FV dort hat irgendwie keine Anstalten da, was zu machen. Jetzt sind wir natürlich aus unserem Group Tactics Radius raus. Das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn andere Artis mit dabei sind. Das ist natürlich klar, ne? Wenn ihr jetzt alleine seid und ihr seid die einzige Arti, dann nützt euch dieser Perk natürlich gar nichts. Wir müssen dann mal, wie gesagt... Oh Gott, trifft er? Ne, scheiße. Was habe ich hier jetzt für ein... Team Spirit, if the amount of damage cost... With your assistance. Ah ja, okay. Das ist jetzt auf jeden Fall aktiviert. Einmal, so wie es aussieht. Schöner Hit. So, das war hier Target Tracking. Das muss ich mir unbedingt merken. Dass ich mir diesen Perk gleich nochmal anschaue, wenn wir hier mit der Runde durch sind. Und man hat insgesamt schon den Eindruck, dass wenn man eine halbwegs brauchbare Mannschaft hat, dass die Arti hier wirklich sehr, sehr stark wird. Aber wie gesagt, das kann sich ja noch, balancing-technisch kann sich alles noch ändern. Wir wollen uns das natürlich trotzdem einfach mal angucken hier. So, jetzt haben wir hier vierfach Stack von Team Spirit. Ich denke, man kann das nur dreimal stacken. So, geht der nochmal auf hier? Komm schon. Maus, oh, die ist gestunt. AMX hat keinen Bock, sind alle One-Shot hier. Im Hintergrund wartet noch Stritzwagen und FV. Hier steht das Safe, da komme ich mit der Arti nicht ran. Oh, okay, die anderen beiden machen das, zum Glück. Ich habe jetzt schon gedacht, Mist, dadurch, dass er jetzt beschossen wurde, fährt er nicht weiter zurück, aber hat zum Glück noch geklappt. So, T-57 fehlt noch und die drei Artis. Da ist der T-57. So, die Arti geht raus. Der Stritzwagen war irgendwo hier oben. Aber vielleicht ist es erstmal besser, die Maus zu unterstützen. Jetzt könnte man auch wieder zurückfahren, um sich den Bonus mit den Leuten holen. Oh, da komme ich nicht ran. Nee, da komme ich am besten Willen nicht ran. Eventuell mit einem anderen Winkel, aber auch das sehe ich eher kritisch. Aber ich glaube, die machen das jetzt auch so ganz gut. Ne, ne, ne. Okay, gut. Dann hier oben, Stritzwagen. Der wird noch irgendwo in dem Bereich stehen. Hier sind so viele Bäume umgefallen. Nein, bleib stehen. Kriegen wir nochmal Support, sehr schön. Wow, also so, also dadurch, dass die Arti so extrem schnell schießt, kannst du mit der halt echt krassen Support-Damage dir holen. So, jetzt ist die Frage, wo die andere noch steht. Oh, die steht tatsächlich da drin. Kann ich sie irgendwie stunnen? Naja, okay, die geht vorher raus.
Der Schuss ist auch irgendwo hängen geblieben, so wie es aussah. Okay, auch hier 3000 Support, 1800 selber gemacht. Also gut, wir haben auch beide Runden gewonnen natürlich. Jetzt muss ich mir nochmal kurz diesen einen Perk angucken, ob ich den irgendwie missverstanden habe. Nochmal eine zweite Klasse, Unterstützer. Wir gucken jetzt nochmal hier oben rein, gehen mal hier bei Skills und das war jetzt... hier, das war Target Tracking. Und hier steht eigentlich, when you cause damage to a target within your view range, the target remains spotted for additional 2 seconds für die nächsten 30 Sekunden. Aber die Fahrzeuge, die wir hier beschossen haben, die standen nicht in unserer Spot oder in unserem Sichtweite. Das verstehe ich nicht so ganz. Da muss ich auch mal bei Wargaming nachfragen, was das jetzt bedeutet oder ob da der Text einfach falsch ist. Wir haben aber insgesamt gesehen, wenn man natürlich hier eine übelst krasse Crew hat, aber ich glaube, selbst wenn du eine Crew mit nur in Anführungszeichen 75 hast, also hinten heraus, habe ich mal, die Boni, also je besser die Crew ist, desto tendenziell besser ist auch die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge im Vergleich zum alten System. Das ist zumindest der Eindruck, der hier im Moment so ein bisschen hängen bleibt. Natürlich, wie gesagt, balancing-technisch ist das hier nichts festgeschrieben. Hier geht es erstmal nur grundlegend Feedback über das System zu bekommen und zu gucken, wie gut oder schlecht das funktioniert. Und deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass jeder da sich ein bisschen ein eigenes Bild macht und vor allen Dingen auch den Sandbox-Server spielt, um dann auch bei der Umfrage dran teilzunehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, euer Feedback gerne in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Unterstützer. Namen nicht genannt sind das Irendal, Ködö und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.